Wenn du das nicht probierst, wirst du nie wissen, ob du das schaffst. Also voll Gas. Von den Spielen fordere ich dann Einstellung. Und dass sie den Wille zeigen, ich muss das sehen. Die Einstellung und die Wille muss ich sehen. Und dass die Spaß haben, weil sonst wird das schwer. Ich glaube, die erwarten, dass ich dem ein paar Tipps gebe und dass die auch Spaß haben, trotz dass es wird ein bisschen schwierig. Ich werde testen, was die schaffen, was sie nicht schaffen. Ich werde Motorik kontrollieren, ich werde Pässe kontrollieren. Fußarbeit werde ich gucken, wie die mit das alles umgehen. Und dann werde ich den Tipps geben. Das ist mein Ziel. Was machst du, wenn ich ihn spiele? Also mir gefällt natürlich, dass man einen Spieler individuell entwickeln kann. Dass man den sozusagen den Weg von hier bis hier, dass man das mitfolgen kann. Und du kannst das ja auch beeinflussen als Trainer. Nicht nur auf das Spielfeld, auch mental. Dass man ein Spiel entwickelt als Mensch und als Handballspieler. Ja, also das Training hat mir persönlich weitergeholfen und auch der Typ an sich ist einfach super und ich glaube, der konnte uns auch mega gut weiterhelfen und dass wir jetzt von da an weitermachen und das mitnehmen, was er uns gesagt hat. So, du musst selbst eigentlich die Wille haben, um sich selbst zu entwickeln, die ganze Zeit. Unglaublich viel Druck. Und dann darf man ja nicht das Spiel, sich selbst unter Druck setzen. Zu viel, ja, ein Notenniveau zu bekommen, ja. Aber du musst auch Spaß haben. Es ist nur Hamburg. Also du wirst ja morgen trotzdem überleben. Egal, ob du verlierst oder eine Fehler machst. Du musst mal ein bisschen locker das sehen, aber trotzdem professionell bleiben. Für mich ist das sehr wichtig, dass man in einer Mannschaft auch mental trainieren, mit einem Mentaltrainer, einem Psychologen zur Verfügung hat und so weiter. Nur um zu sprechen, vielleicht hilft das auch.